Hallihallo und herzlich willkommen zu The Universe. Und ich bin froh, dass der Safe-Game noch existiert. Denn nach der letzten Folge ich versucht zu speichern und dann hat es erstmal nicht funktioniert. Und dann hat es immer noch nicht funktioniert und es hat dann immer noch nicht funktioniert und dann irgendwann hat es funktioniert. Au. Erstmal angeschlagen, danke dafür. Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben. Es lief ja alles ganz gut. Wir werden jetzt erstmal unsere Brunnen ausweiten. Die können wir jetzt upgraden. Was wir natürlich auch einmal überall machen werden. Das ist nämlich eminent wichtig, dass unsere Brunnen auf alle Fälle dann auch mal besser funktionieren. Damit die dann mal aufhören, nämlich die ganze Zeit das Wasser aus dem See zu saufen. So, man sieht übrigens auch, Gebäude, die geupgradet werden können, haben so ein Fähnchen. So ein Haken. Das heißt Upgrade. Upgrade ready. Ist eigentlich ganz praktisch. Vor allem, wenn man so eine geringe Übersicht hat wie ich. Das ist schon geupgradet. Ja, damit haben wir alle Brunnen. Da werden alle Brunnen geupgradet. Unsere Fischereien tun Fischen. Was ich auch gut finde, da haben wir natürlich deutlich weniger Fische da drüben. So, und das nächste, was wir dann upgraden können, sind die Reservoirs, was auch eminent wichtig ist. Da werden wir dann auch auf alle Fälle nochmal einen. Nochmal eine Wasserpumpe bauen. Und was wir auch, glaube ich, nochmal bei Ingenieur, nee, da sollte eigentlich klarkommen. So, auf alle Fälle werden jetzt bald Leute sterben, deswegen brauchen wir auf alle Fälle den Friedhof. Göttliche Bestrafung. Wahrscheinlichkeit auf Zwillinge um 50% erhöht, ist auch ein ganz nettes Feature. Ja, wie gesagt, Forschung läuft hier. Schule möchte ich jetzt gerade noch nicht bauen, weil es jetzt gerade nicht so eminent wichtig ist. So, Bunker sind jetzt fertig, die ersten. Das ist wichtig, wenn der Sturm kommt. Das der Tornado. Die Dinger sind nämlich richtig heavy. Glaube ich. Ich hatte noch nie einen. Also ich habe schon unzählige Unwetter gehabt, auch noch nie einen Tornado. Deswegen gehe ich davon aus, eben weil das Ding so selten ist, dass es halt auch wirklich gefährlich ist. Also ich denke mal, dass da auf alle Fälle... er singt. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass... das Ganze gefährlich wird, ja. Warum ist denn da nur das Upgrade-Zeichen noch dran? Ich habe das doch schon geupgradet. Oder ich bin doch schon dabei, das abzugraden. Naja. Auf alle Fälle, die Upgrades laufen. Der Bunker wird gebaut. Der wurde abgegradet. Jetzt haben wir eine erhöhte Kapazität von 5. Und die Nachfüllrate ist höher. Das sollte auch unsere größten Wasserprobleme lösen. Hoffe ich. Überall Wasser und nichts zum Trinken. Bullshit. Da ist doch ein Brunnen. I'm afraid one of your nuggets has passed away. Death can happen so suddenly. Yeah. However, the death of one does not necessarily mean the end of everything. It was simply their time to go. Don't blame yourself, Creator. Well, unless you were actually responsible, I wasn't paying attention. Ja, ist schon klar. Ich bin unschuldig, ich habe damit nichts zu tun. So, jedenfalls haben wir jetzt größere Brunnen mit erhöhten Nachfüllraten. Wir können den jetzt nochmal upgraden. Dafür brauchen wir jetzt allerdings geupgradete Ressourcen. Und das machen wir natürlich auch gleich. Damit diese ganzen nervigen Wasserprobleme sich dann demnächst hier irgendwann mal in Luft auflösen. So, die Bunker haben wir. Blablabla. Archiv. Wir haben 4 Brunnen, genau. Die habe ich gerade alle geupgradet. Ich hoffe immer, dass man irgendwann auch in der Übersicht nochmal sehen kann, was da nochmal ein Upgrade braucht oder was wie geupgradet ist. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Okay. Weil, wie man hier sehen kann, die Typen sind alle strohdumm. Die saufen die ganze Zeit das dreckige Wasser. Deswegen brauchen wir unbedingt mehr Brunnen, dass wir da diese Wasserprobleme der nächsten gelöst bekommen. So, und das nächste, was wir upgraden können, sind dann natürlich der nächste die Reservoirs. Warte mal, wo waren die Reservoir-Upgrades? Achso, hier. Das muss ich machen. Auf alle Fälle vor nächsten Winter, das wäre ganz praktisch eigentlich. Also, das machen wir. Machen wir das so.
Weil das Reservoir-Upgrade ist mir ehrlich gesagt wichtiger, als irgendwelche Leichen dann hier mal wegzuräumen. Leichen können... das Problem bei Leichen ist, die können halt einfach später dann... die sorgen dafür, dass zum einen Verwesung, das heißt Krankheiten... Das heißt, man sollte die schon irgendwann entsorgen. Aber das letzte Mal lagen die bei mir auch ewig lange rum und es gab auch nie Probleme. Von daher sehe ich, dass wir es gerade ganz gelassen und entspannt. Am wichtigsten ist jetzt hier einfach gerade für mich gerade die Wasserproduktion. Wir haben 49 Verbrauch, 120 Production. Und dann gucken wir natürlich auch, dass wir die Brunnen demnächst alle fertig kriegen hier. Ja, die Population explodiert gerade, wenn ihr das seht. Wir haben jetzt 58, sind ja schon ein paar gestorben. Hier werden jetzt Himbeeren angebaut. Oh, er ist gestorben. Rest in Peace. Naja, ist auch ganz gut. Mal ein paar sterben. Überpopulation hier. So. Ja, Bretter sind so eine Sache, ne? So, das Ding ist jetzt auf der nächsten Stufe. Erhöht nochmal die Nachfüllrate. Und erhöht nochmal die Gesamtrate, die hier verfügbar ist, wie man hier sieht. Da kommen nochmal zwei Wasser dazu. Und eine 5 höhere Nachfüllrate. Das heißt 25 pro was? 25 pro Stunde oder pro Tag. Er trinkt halt was draus. Wie kann er denn was draus trinken, wenn da nichts drin ist? Hm. Naja. Auf alle Fälle bauen wir das alles aus. Die Wünschelrute erhöht dann nochmal die Nachfüllrate von Brunnen. Das ist nochmal die Kapazität um 1, das ist aber nicht so wichtig. Das wäre vielleicht nochmal nice to have. Das machen wir dann als 5. nach den Bestattungen. Was ist das hier? Müsst ihr da eure Steinhütten ins Ding reinbauen hier? Hier, was ist das hier überhaupt? Das sind die Bausteinplätze. Warum genau machen die nichts? Ach so, weil wir komplett voll sind. Auch gut. Wir bauen nochmal eine Fischereipier. Adahi ist gestorben. Es war einer unserer ersten. Einer unserer ersten ist gestorben. Oh, das wollte ich nicht. Klingt immer wieder Brain AFK auf den. Ich drücke immer wieder Brain AFK da drauf. So, 3, 6, 12, 8, 20, genau. 20 haben Platz in so einem Bunker. So, ich muss die halt leider gerade alle manuell heilen, weil mein Krankenhaus irgendwie nicht richtig funktioniert. Was ich nicht so gut finde. Er sucht Kreuzer. Ja, bräuchte halt noch einen weiteren Mitarbeiter. Der dann halt später einfach mit dafür sorgt, dass, genau. Brauchen auf alle Fälle einen neuen Mitarbeiter. Und was wir jetzt noch einmal machen will, ist, das sind Smalina. Die habe ich noch nicht, ne? Nehmen wir mal so ein Ding mit. Und fliegen mal ganz gemütlich zum Bauernhof. Da ist er. Und dann gucken wir auch, dass wir das Ding schön plupp, reintreffen. Können wir nämlich auch, Nee. Hä? Was war das? Malina, oder? Hä? Oder läuft das unter Himbeere? Ich bin gerade wieder total verwirrt. Hä? Ist das eine Himbeere? Nee. Panda-Gehirnpflaume? Ja, jetzt ist sie weg. Warum hat das nicht funktioniert? I'm confused. Das ist doch
Der Bauernhof hier, oder? Ja. Hier. Ah, jetzt, okay. In der Wüste. Bullshit in der Wüste. Im Wald gewachsen. Was ist denn falsch mit euch? Das ist Betrug. Das ist bewusster Betrug. Warum sind denn die immer alle krank? Kann mir das mal einer verraten? Was hat er denn schon wieder? Da weiß ich wieder nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Ich habe doch jetzt so viel Brunnen gebaut. Oh, das ist bestimmt wegen der Leiche. Ja, deswegen sollte man dann halt doch irgendwann mal... Ich habe jetzt erstmal den Ort hier gereinigt. Dann jetzt schon mal die Leiche verschwinden lassen. Komm, wir schmeißen die einfach ins Wasser rein, oder? Hui! Flupp! Entschuldigung, ich sterbe gleich. Ja, deswegen sollte man halt auch die Leichen fachgerecht entsorgen. Hui! Ich finde das cool, dass sie daran gedacht haben, da auch schön Wassergeräusche einzufügen. So Plätschgeräusche, wenn da jemand stirbt. Da ist noch einer. Ja, wieso redet der, wenn er tot ist? Macht keinen Sinn. Hui! Flup! Das Wassergeräusch kommt halt erst, nachdem die am Boden sind, ne? Ist halt auch lustig. So, das nächste, was wir dann auf alle Fälle machen, sind die holzverkleideten Reservoirs und danach kommt die altertümliche Bestattung. Dann bauen wir unseren ersten Friedelhof. So, und danach werden wir auf alle Fälle nochmal einen Bauernhof hochziehen. Beziehungsweise, das werden wir gleich machen. Ich schwöre, ne? Dass man so wenig Ahnung haben kann. Warum geht denn das jetzt hier nicht? Wegen der scheiß Fischereihütte, oder was? Kannst du echt keinem erzählen, ne? Weiß noch nicht so genau, wo ich den Friedhof dann gleich hinzimmern soll, weil der ist nämlich ziemlich groß, also der nimmt auch ziemlich viel Platz ein. Also wenn da einer stirbt, sollten wir auf alle Fälle dafür sorgen, dass der ziemlich schnell wieder weg ist. Was haben wir denn hier? Das sieht mir nach dem Bären aus. Nahrungsmitteltechnisch haben wir 62, also nahrungsmitteltechnisch sind wir super safe gerade. Was wir jetzt auf alle Fälle machen können, ist natürlich einmal alle Reservoirs upgraden. Das ist natürlich teuer. Kostet die upgradete Version von Stein und Holz. Wir haben 4 Reservoirs, die tun wir jetzt alle upgraden. Das tut jeweils die Kapazität verdoppeln, beziehungsweise ich glaube um 150% erhöhen. Ich glaube 250.000 ist die nächste Stufe. Das mit dem Brunnen funktioniert jetzt auch ganz gut. Refillrate von 35. Das ist super. Also ja, Wasserprobleme dürfen wir jetzt eigentlich erstmal keine mehr haben. Zumindest solange wir jetzt auf der Populationsstufe hier stehen. Wir sind konstant bei 58 Nuggets. So, da hat sich was gebrochen. Die produzieren hier fleißig Holz. Die produzieren hier fleißig Stein. Die kümmern sich hier brav um die Instandhaltung. Läuft eigentlich alles ganz gut gerade. Das einzige Problem ist nur ein Krankenhaus. Das ist ein bisschen problematisch. Aber okay, wir werden auch dafür eine Lösung finden. Und ein Lager sollten wir auf alle Fälle irgendwann mal forschen und bauen. Und der Sturm kommt auch bald. Ja, das wird jetzt kritisch. Also wir sollten gucken, dass wir die Reservoir-Upgrades vor dem Sturm fertig kriegen. Ich meine, wir werden unsere Bürger diesmal alle in den Bunker schicken. Das heißt, sterben dürfte keiner. Eigentlich. Aber man weiß ja nie, was passiert, ne? Wir werden auf alle Fälle einigen Schaden nehmen. Deswegen... Unsere Ingenieurshütten sind sehr wichtig. So, fang doch an zu bauen, ha? Huh? Okay.
Erinnerst du dich noch, dass ich Nala im Archiv gearbeitet hat? Du wirst dich nun wohl mit Kotohu anfreunden müssen, da Kotohu diese Position jetzt übernommen hat. Ja, die Übersetzung ist jetzt noch nicht so ideal, aber ist halt Alpha. Mensch, relax doch mal jetzt, ey. Schrecklich mit euch, ja. Relaxen ist Alpha, wird noch gemacht. So ein Reservoir-Upgraden dauert halt irgendwie ein halbes Jahr, ne? So, da fehlt noch Holz. Wir brauchen mehr Holz. Dann los mit euch. Wie liegt denn das alles rum? Wir brauchen unbedingt ein Lager demnächst, dass ich mal besser weiß, was wir haben. Wir haben kein Holz übrigens. Oh, da liegt eine Leiche. Hello, you. Hello, Leiche. Kann ich den auf den Berg raufschmeißen? Pass auf, Alter. Wow. Lol. Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr es gesehen. Fällt durch, okay. Pass auf. Boing. Kann ich da sterben? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist aber lustig. Sorry für meinen kindischen Ausfall. Ich fand's lustig. Hallo, ich hab dich geheilt. Ist das der Dank? Verjüngen? Jetzt das. Buggy. So, meine Population explodiert gerade schon wieder. Oh, ich bin gestorben. Nein. Oh, jetzt geht dann gleich die Tröte los. Wir geben, glaube ich, gleich mal den Alarm, oder? Wie viele Reservoirs haben wir jetzt geupgradet? Eins, ey, ich kotze, ey. 250.000. Ein Upgrade ist durch. Einfach, weil mir das Holz fehlt. Und Stein fehlt mir auch, oder? Ja, mir fehlt Holz und Stein. Aber wir müssen jetzt erstmal... Nee, okay. Nee, relax nochmal ganz kurz. Relax. Ihr habt nochmal ganz kurz Zeit. Arbeitet kurz weiter. Okay. Geht in die Bunker. Da hinten zieht er schon auf. Ich sehe ihn noch. Da ist er doch. Da ist er, der Tornado. Nicht? Nee. Yay. Finally. Können wir endlich einen Friedhof bauen. Wie man sieht, er ist gigantisch. Wo ist er denn, der Tornado? Da hinten? Kommt er jetzt her? Da ist er. That there is a marauding twister of death heading towards your civilization? Ja, danke für den Hinweis. Oh! Nein, nicht meine Wasserpumpe. Du Missgeburt. Ich hoffe, du stirbst. Und deine ganze Familie mit dir. Jo, Alter, ihn juckt doch. Ihm ist das auch wurscht, Alter. Er rasiert hier einmal durch. Was eine Missgeburt. Seems to be going pretty well. Unfortunately, there's a tornado approaching that'll likely turn things right around. Ja, vielen Dank. Hat er die Wasserpumpe geraped? Ne, also. Hat er irgendwas kaputt gemacht? Ich hoffe nicht. So, auf alle Fälle priorisieren wir. Huch! LOL! Ich wollte gerade sagen, wir priorisieren bitte den Friedhof. Aber ich habe das Gefühl, darüber muss ich mir keine Gedanken machen. So, wir haben den Tornado gut überstanden. Da kommt der nächste. Okay. Mir sind gerade 9 Nuggets auf einmal weggestorben. Okay, du und du. You won't get much done without creator points. Ja, wir sterben jetzt alle Nuggets weg. Das ist jetzt wieder so die eine Phase, wo alles schief läuft. Wie viele sind denn gestorben? 20? Ziemlich viele sind jedenfalls gestorben. Warum trinkt er denn nichts? Warum stehen die jetzt gerade alle nur rum? Habe ich das Spiel pausiert? Ne. Ich kann einfach nicht mehr. Hä, was ist denn jetzt? Wo sind denn die alle? Hier läuft doch nichts mehr. Irgendwer hat das Gefühl, ich habe das Spiel verbuggt. Kann das sein? Habe ich das Spiel verbuggt?
Hier geht auch nichts mehr, ne? Wir werden einmal ganz kurz, ja, nein, wir werden einmal kurz speichern und nochmal laden, weil irgendwie... Speichern? I do hope you're not planning on leaving us like this. Ja, das Problem ist, dass ich hier gerade ein Problem habe, ne? Dass meine ganzen Nuggets nicht mehr arbeiten. Die sterben einfach alle nur. Ich finde das total lustig gerade. Ja, so läuft das mit dem Speichern. Also, so sollte es eigentlich nicht laufen. Oh, jetzt machen sie wieder was. Schau mal, jetzt bewegen sie sich wieder. Hat wahrscheinlich, standen wahrscheinlich alle kurz unter Schock oder irgend sowas. Jetzt habe ich das Speichern wieder nicht mehr weg. Okay. Das Speichern ist fehlgeschlagen. Also probieren wir es aufs Neue. Speichern. Ja. Okay, dann probiere ich es halt später nochmal. Vielleicht geht's ja dann später. So, aber wir brauchen halt unbedingt den Friedhof. Priorisieren das Ganze jetzt einmal. Wasser haben wir genug eigentlich. Jetzt sind sie alle unglücklich. Oh, hier geht gerade alles im Bach runter. Wegen dem Tornado. Die Ingenieure arbeiten aber, oder? Ihr macht schon was, ne? Repariert. Repariert. So, hier wurden noch 20 Steine. Das wird geupgradet. Ja, da müssen wir jetzt gucken, dass wir das hier erst wieder alles irgendwie auf Vordermann kriegen, auf alle Fälle. Ich couldn't possibly imagine a better couple. Ich schon. Unzählige sogar. Hallo? Hallo? Lass dich treffen. Jetzt hat. So, jetzt ist Winter. Winter has fallen. I hope you have a nice pair of fuzzy slippers. Ja, ich habe zumindest genug Nahrung. Also Stein ist so eine Sache. Hier liegen jetzt halt überall Leichen rum, weil ich keinen Friedhof gebaut habe. Zeit, um die Bevölkerung zu erweitern, ja. Sagt er, oder was? Ne. Wollte schon sagen, ja. Tun einmal kurz die Leiche hier weg. Ah, bleibt die auf dem See? Auf? Ne, wahrscheinlich nicht. Die fällt wahrscheinlich trotzdem runter, oder? Ja. Gibt sogar das Wasserplatsch. So, ja, wir haben auf alle Fälle mehr Wasser als letztes Mal. Aber wir haben halt einfach keinen Stein. Was natürlich blöd ist. Werden wir einfach kurz selber dafür sorgen, dass wir Steine kriegen. Und zwar sammeln wir uns einfach... Vor allem, von den Dingern kriegt man keinen Stein, ne? Naja. Plupp. Damit haben wir 15. Jawohl, also fertig. Also auf geht's. Baut den Friedhof. So, dass endlich vielleicht mal... Was ist da? Liegt da eine Leiche drin? Ja, die arbeitet in der Leiche. So, aber ansonsten sieht es so aus, als ob meine Ingenieure so langsam aber sicher die Sache wieder in den Griff bekommen. Aber vielleicht sollte ich irgendwann mal den Upgrade für die Ingenieurshütte erforschen. Da, das wäre das nächste.
Das ist dann das übernächste und das ist das überübernächste. Und dass wir dann eigentlich eine weitere Arbeiter in die Ingenieurshütten stellen können. Naja, das dauert halt 20 Jahre, bis die mal den Friedhof da gebaut haben. Vor allem, warum räumen die nicht einfach mal selber weg? Jetzt mal ganz ehrlich. So, wir haben jetzt immerhin wieder ein bisschen Stein und Holz. Wir haben auch normale Steine, einige. Unsere Population hat sich ziemlich gut... Also ich hatte ganz kurz Bedenken. Aber lief dann doch besser als geplant. So, arbeiten los. Auf, Marsch, Marsch. Wir upgraden das Ganze direkt. Und zwar brauchen wir dafür 15 Holz und 10 Stein haben wir. Natürlich haben wir kein Holz, natürlich nicht. Aber immerhin kann er schon mal anfangen, die ersten Leichen zu entsorgen. Holt er den direkt? Ne. Was macht er denn da? Er ist schwach. Aha. Was macht er da? Ach so, das läuft unter Freizeit. Okay. I see. So, jetzt sind unsere kompletten Reservoirs abgegradet. Das heißt, wir können insgesamt 1 Million Wasser halten. Wo ist mein Maus? Ich sehe gerade meinen... Achso. Ja, hab ich ja gerade nicht gefunden. Ja, ich hoffe nur, dass das Speichern gleich funktioniert. Ansonsten nimmt das hier dann schon ein frühes, abruptes Ende in der dritten Folge. Wo ist denn der Mauscursor? Ich sehe ihn nicht. Kann ich den eine andere Farbe geben? Ne, man kann die Farbe von dem Mauscursor nicht ändern. Das sollten sie meinen, für ein Please. Fände ich total geil, ne? Aber wie gesagt, wir upgraden das Ganze dann irgendwann mal in den nächsten 10 Jahren. Sofern das dann irgendwann mal fertig ist. Nahrungsmitteltechnisch haben wir noch genug, das ist kein Problem. Echsen? Ein Echsenessensladen? Ich verrecke. So... Ja, das ist das nächste, was abgegradet wird. Das brauchen wir auf alle Fälle dann. Ein bisschen das, was erforsche ich gerade eigentlich. Brunnenschachtschalung. Okay, naja gut, das wird halt alle restlichen Wasserprobleme lösen. Achso, ich sollte hier was anpflanzen, fällt mir ein. Danke für den Hinweis. Komm, wir machen die. Ist zwar nicht das ideale Biom, aber es erfüllt seinen Zweck. Und ich möchte ein bisschen Abwechslung haben. Sieht übrigens total geil aus, ne? Wenn man den Bayer nimmt. Finde ich total cool. So, also Wasser dürften wir auf keinen Fall Probleme kriegen. Nahrungsmitteltechnisch sieht eigentlich auch ganz entspannt aus. Wir haben noch 48 Nahrung. Was wir als nächstes auf alle Fälle dann schauen, dass wir bauen, ist der Jäger. Werden die hier schön weiter hier alles Holz abholzen. So, alle, jawohl. Holt jetzt die ganzen Leichen hier gerade. Das Zeug wird auch alles schön brav verbrannt. Also die werden ja verbrannt. Also die holen die Leichen und verbrennen sie dann. Und dann bauen die so total professionelle Dinger hin. Gräber. So, jetzt haben wir das nächste Brunnen-Upgrade. Nein, wir haben kein Brunnen-Upgrade. Wir haben einfach nur die erhöhte Nachfüllrate. Okay, Mathematik dauert 15 Minuten. Aber brauche ich halt einfach für das Upgrade. Und die Wasserpumpe kann man dann auch upgraden. Okay, dann ist das nächste. Und bald kommt der nächste Tornado. Das sind 13,52. Aber diesmal sind wir dann besser vorbereitet. Wie lange dauert wobei, so gut sind wir nicht vorbereitet. Wir sind 1:1. Ich meine, wir haben wenigstens einen Friedhof. Bauen die auch mal, oder... Einer baut. Der Rest hat keinen Bock, oder was? Wenn ihr keinen Bock habt, dann lasst es einfach sein. Guck mal, die Leiche hier abgeholt. Willst du was ausprobieren? Jetzt ist die da drin und archiviert, ne? Heißt das, ich kann jetzt speichern? Scheinbar auch nicht. Ich kann nicht speichern, das ist dumm. Das ist ein Problem, Mädels. Ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht wenn sie dann irgendwie da am Archivieren ist, dass sie dann irgendwie speichert oder so. Aber scheinbar nicht.
vielleicht, wenn ich einen neuen Test. So, als neues Safe Game. Ich kotz. Mini-Krebs ist gestorben, verdammt. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wie, warum und was so und was. Mal gucken. Vielleicht ist das die letzte Folge von dem Self-Game. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.